Diese unscheinbaren Pillen sind weltweit auf dem Vormarsch, zusammengemixt aus Substanzen, die legal zu erwerben und kaum zu kontrollieren sind. Ihre Wirkung aber ist verheerend und für Ärzte unberechenbar. Der internationale Drogenkontrollrat warnt eindringlich vor einer Verharmlosung. Diese Stoffe, die oft als Designerdrogen, Legal Highs oder ähnlich bezeichnet werden, stehen nicht unter internationaler Kontrolle, haben aber ähnliche Wirkungen wie die bekannten Drogen. Gegen diese bekannten Drogen wird in einigen Ländern Lateinamerikas wie Bolivien und Kolumbien zwar vorgegangen, die Region bleibt aber Brennpunkt auf der Route Richtung Nordamerika. Neu ist, dass die Kartelle in die Krisenländer Afrikas ausweichen, in denen sie kaum verfolgt werden. Das hat dazu geführt, dass vor allem in Westafrika massive Stützpunkte aufgebaut worden sind von Organisationen, die zum Beispiel immer stärker aus Lateinamerika das Kokain nach Westafrika bringen, um es von dort dann entweder nach Europa oder nach Amerika weiterzubringen. Auch die alten Handelsrouten funktionieren nach wie vor. So werden immer noch 90% des Schlafmonds in Afghanistan angebaut. Die klassische Aufteilung zwischen Produzenten- und Konsumentenländern aber verschwimmt immer mehr. Über die Hälfte der synthetischen Drogen wird inzwischen in Europa produziert und nach Lateinamerika und Asien ausgeliefert.